Hey, na, wisst ihr noch, wie ich vor Ewigkeit mal gesagt habe, ich arbeite gerade an einer App und ich mache mal demnächst ein Video? Ja, das ist schon eine Weile her, oder? Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache das jetzt mal, weil ich jetzt schon, beziehungsweise weil ich wieder angefangen habe, an der App zu arbeiten. Ich hatte, wie vielleicht einige von euch wissen, hatte ich vor kurzem Semesterferien. Vor den Semesterferien, beziehungsweise ein paar Monate vor den Semesterferien, hatte ich ein kleines Projekt angefangen, nur für mich. Ich wollte einfach lernen, wie man Spiele auf Unity macht, für Smartphones einfach. Genau, und dann habe ich einfach irgendwann mal angefangen, mir ein paar Tutorials anzugucken und mir Unity runtergeladen und habe einfach ein bisschen mal, ja, probiert halt. Und ich hatte auch schon eine Idee für so eine erste App, die ich mal probieren möchte, um einfach mal alles ein bisschen zu lernen. Und zwar einen Infinite Runner, sprich. Oder hat Endless Runner, gibt mehrere Namen dafür. Sprich, so ein Spiel, wo man einfach quasi, wo es kein wirkliches Ende gibt, sondern es unendlich lang weitergeht. Ähnliche Spiele wären zum Beispiel Flappy Birds, ist auch so ein Infinite Runner. Genau, das würde ich so als Plattformer machen. Plattformer, zum Beispiel sowas wie Mario, also diese alten Mario-Spiele, so in 2D. Sowas wollte ich machen. Aber ich habe auch ein bisschen angefangen, so eine kleine Map zu basteln. Aber ich fand es irgendwie langweilig, einfach von einer Plattform zur nächsten zu springen, so ganz normal. Und Münzen zu sammeln. Ich hatte auch Münzen, by the way. Habe ich alles verworfen und habe mir das ein bisschen anders überlegt. Und zwar mehr so die Gravity zu ändern. Sprich, man läuft und weicht aus, indem man immer die Gravitation ändert. Das heißt, man läuft einmal am Boden, dann auf der Decke, am Boden, auf der Decke, immer so hin und her. Klingt das ein bisschen weird, aber ich werde gleich das Spiel runnen und ihr seht es dann einfach, wie ich es meine. Und ich habe halt, wie schon gesagt, ein bisschen angefangen mit dem Ganzen. Ja, habe ein paar Sachen hier gebastelt, habe ein bisschen mit Pixel Art herumexperimentiert. Ich habe es versucht, eigene Pixel Art zu machen. Habe es auch geschafft, teilweise. Aber ich war nicht so ganz zufrieden damit. Also habe ich mir so fertige Assets geholt. Assets sind einfach so Grafiken oder Animationen, so ein Zeug, die man sich im Asset Store einfach kaufen kann. Aber es gibt auch Gratis-Assets, die man noch benutzen darf. Und ich habe mir einfach diese Block-Animation, also diesen Block hier quasi geholt, beziehungsweise diese Grafik hier geholt. Sie war aber zu klein, also habe ich sie in Photoshop ein bisschen bearbeitet, damit sie besser passt für mich. Hier sieht man alle meine quasi Tiles, also alle die Grafiken, die ich quasi für die Plattform benutzen wollte und vielleicht auch noch werde. Genau, jetzt mal zum Spiel. Wie schon gesagt, es ist ein Infinite Runner. Das heißt, mein Ziel war es, dass sich Plattformen unendlich lange generieren. Ich habe bis jetzt auch schon einen Level-Part gemacht, der sich unendlich oft generiert. Ich kann euch mal kurz zeigen. Muss ich dann mal kurz hier reinschieben. Okay, dieser Teil, dieser Abschnitt, also von hier bis hier, ist ein Level-Part. Der generiert sich immer wieder. Und ich mache mehrere solcher Level-Parts, die sich zufällig immer neu generieren. So, ich werde euch mal kurz zeigen, wie weit das Spiel momentan ist, okay? Und dann werde ich euch dann noch genau darauf eingehen, was ich gemacht habe und was ich noch machen werde. So, das ist, by the way, das erste Video in dieser Reihe. Das nächste Video wird wahrscheinlich erst in ein paar Wochen oder so kommen, keine Ahnung. Muss mal kurz das Level hier löschen, weil es wird automatisch generiert ab dieser Endposition. So, Run und ich spiele jetzt mal mit Leertaste. Und immer wenn ich Leertaste drücke, wechselt sich die Gravitation. Ich laufe jetzt zum Beispiel an der Decke herum. Und wenn ich wieder Leertaste drücke, laufe ich am Boden. Leertaste, ich laufe an der Decke. Immer so hin und her. Und man hat quasi so einen Parcours, den man durchlaufen muss. Und ja, das ist das Spiel. Und die Punkte seht ihr links in der Ecke. Die sind so, je weiter ich gehe, beziehungsweise je weiter ich komme, desto mehr Punkte bekomme ich. Das heißt, je länger man das Spiel überlebt, desto mehr Punkte bekommt man. Das ist ein ganz simples Punktesystem eigentlich. Und ja, es sind noch keine Gegner da. Ich will auch noch Hindernisse und Gegner noch einbauen. Das habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Das kommt noch. Ja, der Charakter ist nur ein Platzhalter momentan. Da kommt noch ein neuer Charakter, aber wie schon gesagt, ich bin nicht so gut mit Pixel Art oder allgemein grafischen Zeug. Ich probiere es ein bisschen. Den habe ich gezeichnet. Ach, der sieht jetzt nicht so gut aus, weil halt ich ihn gezeichnet habe. Die Animation habe auch ich gemacht. Sieht man gerade nicht so gut. Wie kann man hier mal kurz stoppen? Player. So. Den habe ich gezeichnet. Obwohl, ich finde an sich eigentlich ganz cute, aber er passt nicht so ganz in dieses ganze Pixelartige. Ich glaube, entweder ich mache den mal neu, denselben neu und so ein bisschen cleaner, oder ich mache komplett was Neues. Eins von beiden. Ich werde mir ein paar Vorschläge in den Chat schreiben, wenn ihr, in den Chat, in die Kommentare schreiben, was ihr sagt. Ich fand den eigentlich ganz cute, aber ja, er ist halt nicht so gut gemacht. Ja, und wie ihr sehen könnt, es wurden schon ein weiteres Level generiert. Also wir sind gerade in diesem Level hier und er hat schon ein weiteres Level generiert. Und hier ist die Endposition. Und ab einer bestimmten Entfernung zwischen dem Player und der Endposition wird der nächste Part generiert. Immer so weiter. Wir nähern uns der Endposition und wir generieren gleich den nächsten Part. Genau, was ich noch machen muss, ihr seht es ja, ich bin gerade hier. Mein Spieler ist gerade hier. Aber die Sachen, die ich schon durchgelaufen bin,
die sind quasi noch da, die laufen quasi im Hintergrund, aber sie sind für das Spiel und für das System noch vorhanden. Klar, für jetzt ein paar Level, wenn man jetzt nicht sehr weit kommt, ist das nicht so schlimm. Und wenn man auch ein gutes Handy hat, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt bedenkt, okay, es gibt Leute, die haben schlechte Handys. Und wenn die mal ein bisschen weiterkommen, sagen wir mal, die kommen, was weiß ich. Wie viele Punkte hatte ich gerade? Ich hatte, glaube ich, gerade 1000 irgendwas Punkte. Ich habe gerade 3500 Punkte gehabt. Sagen wir mal, irgendwer kommt bei 30.000 an. Dann hat er hinten irgendwie 50 Level hinter sich. Und das frisst dann halt Leistung und kann zu Lags führen. Und zu Rucklern im Spiel führen, was halt nicht wünschenswert ist. Das heißt, ich muss mir noch überlegen, wie ich das mache, dass ich die alten, bereits abgeschlossenen Level quasi löschen. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Ich hätte auch schon eine Idee dafür. Aber ja, müsste ich noch machen auf jeden Fall, dass ich die alten Parts löschen. Das ist wichtig, vor allem für die Performance. So, ja, das wäre ungefähr der Stand der Dinge. Wir können auch mal, ich zeige euch mal noch kurz, was passiert, wenn man quasi runterfällt. Weil ihr seht jetzt schon diese Schriftarten, Killzones. Das ist quasi eine Killzone. Wenn ich das berühre, stirbt der Player. Ich weiß nicht, ob das die eleganteste Art ist, sowas zu machen. Ich habe mir mal ein Tutorial angeguckt und da hat einer gesagt, beziehungsweise ich habe mir zwei Tutorials angeguckt und beide haben es mit so Objekten gemacht, mit Berührungen quasi. Und dann dachte ich mir, okay, das schaffe ich auch ohne Tutorial. Ich habe es dann kurz selbst hingetippt und hat auch funktioniert. Nur eine Sache funktioniert noch nicht so gut. Ich sage es nochmal ganz kurz. Der läuft jetzt hier weiter, fällt runter. Perfekt. Und er ist wieder am Anfang. Er ist wieder komplett am Anfang. Alles easy. Das heißt, wenn er unten runterfällt, gar kein Problem. Er fällt hier runter, tot und kommt wieder her. Der Score wird resettet. Gar kein Problem, oder? Easy. Aber ein Problem, was ich jetzt vorhin herausgefunden habe, wenn ich quasi oben sterbe, dann macht er irgendwie noch diesen Jump und landet dann erst. Das heißt, er stirbt. Stirbt nochmal und dann geht es wieder normal los. Aus irgendeinem Grund ist da irgendwie eine so eine Art Jump-Animation, die muss ich noch irgendwie quasi resetten, sag ich mal. Genau, soweit wäre ich bis jetzt schon. Soweit der Stand der App. Sie ist für Android gerade programmiert. Ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie umwandeln kann für iOS-Apps, also für iPhone-Apps. Weiß ich nicht. Soweit ich gelesen habe, braucht man ein MacBook dafür, damit man iOS-Apps machen kann, beziehungsweise irgendein Apple-Gerät, damit man iOS-Apps machen kann. Ich weiß nicht, ob ich das so machen kann oder ob es Unity irgendwie konvertieren kann. Ich habe mich noch nicht so ganz damit beschäftigt, weil es für mich jetzt momentan nicht so relevant ist. Ich habe ein Android-Handy, ich kann es nur auf Android testen, weil ich kein iPhone habe. Von daher war es mir momentan nicht so wichtig. Das wäre für mich dann erst gegen Ende wichtig, wenn die App fertig ist und ich sie auch auf den iOS-App-Store klatschen möchte. Wenn es geht, dann geht's. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ist halt nicht so schlimm. Wie schon gesagt, das ist die erste App, die ich mache. Es muss hier nicht alles perfekt laufen. Das ist mehr so ein Lernding. Was ich jetzt als nächstes vorhabe, ist, wie schon gesagt, erstmal die Bugs fixen, die ich momentan habe. Also, dass wenn er oben stirbt, dass er nicht diesen komischen Jump macht. Dann möchte ich noch ein Dev-Menü einfügen. Sprich, momentan ist es ja so, er fällt runter, stirbt und kommt wieder auf den Start. Und die Punkte sind gleich wieder bei 0. Es gibt kein Todesmenü, wo steht, du bist gestorben, Neustart, Titelbildschirm, was auch immer, sowas gibt es ja nicht. Das will ich auch machen. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt. Falls doch, sorry. Für die es interessiert hat, hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich immer auf ein bisschen Feedback von euch. Ein paar Tipps natürlich auch immer sehr nice. Das wäre auf jeden Fall mit dem ersten Part dieser Reihe. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Tschüss.